Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei MechWarrior Online mit dem Daniel zu einer verspäteten Patch-Time. Ja, es tut mir leid, ich hatte Besseres zu tun, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte Besuch. Deswegen ziehe ich das aber jetzt nach, weil diese Woche ja kein Patch war, also passt das immer noch wunderbar. So, was haben die Jungs uns gebracht? Der Patch war eigentlich relativ übersichtlich, dafür ist da eine Menge drin. Allererster Linie mal den Katapult Hero, den Jester Mac. Den werden wir uns gleich aber nochmal genauer angucken. Dann ist dazu gekommen ein Blackjack Champion. Den können wir uns mal eben aussuchen. Angucken. Trimax, Blackjack. Blackjack 1C, jo. Ist ausgerüstet mit 2 Ballistic Slots, 4 Energy Slots und einem AMS und läuft mit einer AC-20 rum. Das ist ziemlich creepy irgendwie. Naja, müsste man mal ausprobieren. Also, AC-20 3 Meter Laser ist ein bisschen hässlich, aber egal. So, dann, was ist noch reingekommen? Die visuellen Effekte für Artillerie Strike und Airstrike sind verbessert worden. Das waren die Waffensachen. Gameplay-technisch, der Seismic-Sensor wurde ein bisschen verändert. Man hat keine Sensorerfassung, wenn man sich selber bewegt. Was Sinn macht, weil man ja selber dann seismische Wellen auslöst. Und Waffenfeuer verursacht jetzt auch seismische Anzeigen. Was auch Sinn macht, gerade wenn es eine AC ist. Also, Laser muss jetzt nicht unbedingt sein, aber AC und Rockets machen da schon Sinn. Die Belohnungen, also die XP und die Siebel-Belohnung für das UAV, für den UAV-Einsatz wurden etwas geändert. Das könnt ihr euch aber selber durchlesen, wenn ihr welche seid, die viel UAV einsetzen. Ich schreibe wie immer unten rein. Dann ein Screenshake, wenn ein toter Mech neben dir auf den Boden fällt, was ich auch irgendwie cool finde und auch was Sinn macht. Ja, das sind so kleine Details, die sind jetzt nicht unbedingt wichtig, aber sie steigern doch das Spielgefühl. Dann ist ein Screenshake im Bereich von Artillerie und Airstrike, macht auch Sinn. Dann wurde noch ein Keybinding entfernt. Was hier diese Fire Selected Weapon Group, wenn ihr da Waffen am Einstellen wart, dann habt ihr ja mit Maus 1 habt ihr ja immer die jeweilig angewählte Waffengruppe abgefeuert. Ist jetzt nicht mehr standardmäßig drin, sondern es ist immer Waffengruppe 1 auf der linken Maustaste, was mir sehr entgegenkommt. Könnt ihr aber nachträglich auch wieder in den Optionen ändern. Dann ein paar Bugfixes mit der Critical Damage Warning, die nicht immer richtig angezeigt wurde, und irgendein Zoom-Effekt, der ständig irgendwie war, wenn man von der Third in die First Person Sicht und umgekehrt geswitcht ist. Deswegen sollte man immer in der First Person View spielen. So, dann noch eine Sache, die mir sehr sehr gut aufgefallen ist, ist eine größere Sichtbarkeit von verschiedenen Waffenausrüstungen am Katapult. Also man kann jetzt mehr erkennen, ob der eine LAM-20, eine LAM-15, ob der SAMs trägt, hast du nicht gesehen. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Macht teilweise richtig hässliche Ohren bei den Viechern. Aber ich finde es gut. So, was noch nicht ganz gelöst ist, ist, dass die UAV-Probleme, wenn mehrere Leute gleichzeitig auf derselben Fläche ein UAV zünden, dass immer nur der Letzte, der das UAV gezündet hat, auch die Rewards bekommt. Daran arbeiten sie aber noch. So, das waren in aller Kürze die Patch Notes. Jetzt gucken wir uns mal den neuen Hero Mech an, den Jester. Moment, 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 jetzt ist der Tada-Effekt weg. Damit! So, da ist er. Yes, da ist er, der Jester. Ugly as fuck. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe den jetzt eine geraume Zeit schon gefahren. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn richtig, richtig, richtig gut. Das ist ein Katapult, der hat 6 Energy Slots und 2 AMS Slots, was die ganze Sache total abartig macht.
Und ich muss sagen, dass das Bild, was man aus dem Shop direkt rauskriegt, ist so gut, dass ich es bisher nicht verändert habe und bisher keine Idee habe, was ich daraus noch anderes machen werde. Er hat zwei Medium Laser in den Backen, dann hat er zwei Large Laser in den Ohren und zwei Small Laser in dem im Kinn, sag ich mal. Small Laser ist wirklich nur was fürs Brawl, wenn du wirklich irgendwie drin stehst, um da noch ein bisschen Zusatz-DPS zu machen. Dual Anti-Missile-System ist drin, mit nur 1000 Schuss, das stört mich ein bisschen, weil die relativ schnell leer gepumpt sind. Jetzt sind Double Heatsinks drin, er hat zwei Jump Jets, die ich bisher auch noch nicht rausgerissen habe, weil ich bei dem finde ich die Jump Jets irgendwie cool. Und es ist ein Standard-Engine drin, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, Endosteel Structure ist drin, eine Standard-Armor ist drin. Weil Ferrofibrous hat nicht mehr gepasst von den Slots her. Habe ich ausprobiert. Heat-Effizienz ist bei 1,33, ist in Ordnung. Man muss halt nur in Terra Therma und in Caustic Valley ein bisschen aufpassen. Sonst hat man eigentlich keine Probleme. Feuerkraft ist mit 34, ist es okay. Tonnage voll ausgereizt. Speed ist höher als 73. Da habe ich ja den Speed-Tweak, weil ich habe nicht nur die Basics, ich habe nicht nur die Elite, nein, ich habe ihn sogar gemastert. Es ist der erste gemasterte Mech von mir, das heißt, ich habe drei Voodoo-Slots, die ich momentan entsprechend ausgefüllt habe mit Target-Info-Gathering. Das halt die Zeit, die ich brauche, um meine Zielinfos zu sammeln, verringert. Ein Advanced-Zoom, den ich noch rumliegen hatte, weil der ist echt eigentlich hilfreich, um Übersicht zu halten und auch ein bisschen genauer zu zielen. Und einen Artillery Strike habe ich dabei, um mal zu gucken, wie die neuen visuellen Effekte aussehen. Na? So. Wie gesagt, Cockpit. Ach ja, wir haben auch noch neue Cockpit-Items. Und zwar ein Bobblehead-Schneemann mit Waffen. So. Also, wie gesagt, Camus-Pack ist wirklich nicht die das gelbe vom Ei. Da habe ich aber Ideen für. Das werde ich dann im Samstagabend-Dreier mit dem Typ zeigen. So. Was kann ich euch noch zu dem Viech erzählen? Also er macht echt Spaß. Er ist robust, er ist schnell, er hat einen ziemlich heftigen Punch. Aber wie gesagt, zeige ich euch jetzt auf dem Schlachtfeld. Bis gleich. So, Tourmaline Desert, schönes Ding. Ah, da kann man auch ein bisschen rumhüpfen. Das ist der Vorteil. Also zwei Jump Jets, Entschuldigung, zwei Jump Jets, die nehmen mir nicht so viel Gewicht. Und helfen mir trotzdem dabei noch, um gewisse Hindernisse zu kommen. Das ist okay. Vor allem, weil man den Heavy Mac mit seinen 65 Tonnen auch mit zwei Stück noch einigermaßen beschleunigt kriegt. Nur ich sag mal, zwei in einem Victor finde ich jetzt ein bisschen. Oder wo habe ich den drin? Im Dragon Slayer hatte ich, glaube ich, welche drin. Ja, nee, da weiß ich nicht. Ist netter so meins. Gucken wir mal, was haben wir denn hier in meiner Lance noch? Ein C4, noch ein Jester. War klar, momentan hat man immer mindestens noch einen Jester im Team. Aber das Ding ist einfach gut, da kann man echt nichts gegen sagen. Nur gestern habe ich einen feindlichen Piloten gesehen, da habe ich dann gesehen, okay, der fährt Dual PPCs auf seinem Jester. Jetzt muss man eben gucken, wo ist es? Assault? Ne, es ist Conquest, okay. Wo ich gesehen habe, der fährt Dual PPCs, normale PPCs. Und da kann man dann relativ schnell auf unter 90 Meter reinsprinten. So. Was are so less gamer online that the login is so slow or what? What? Was will er? So. Und ihr seht, ich fahre fast 81 mit dem Ding. Das ist vollkommen in Ordnung. Gucken wir nochmal kurz im Third-Person-View. Also er ist wirklich, also der Paintjob, der ist wirklich der ist aber auch dafür gibt's was von Ratiofarm. Nein, auch dafür habe ich mir schon was ausgedacht, was ich euch in der nächsten Samstagabend-Dreier demonstrieren werde. Yes, Arty Strike ist online. So, hier habe ich mein Zoom. Ich bin noch überlegen, ob ich vielleicht die normalen Large Laser gegen ER Large Laser austausche. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Was haben wir denn da? Ein Jester. Hey. Jester everywhere. So. Da könnte ich jetzt theoretisch erst in meinen Arty Strike reinbolzen.
wenn ich es denn mal tun wollen würde. Was ich auch tue. Oh. So, und zurückfallen. Ja. Wow. Wow. Okay, der Effekt vom Artillery Strike ist wirklich dezent schöner geworden. So, jetzt jagen wir mal kurz ein bisschen. Oh, hier ist noch ein Blackjack. Blackjack und Nutten. So. Oh, 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 oh. Ich falle ein Stück zurück. So, ich habe da jetzt gerade wunderbar den Dadul AMS in Aktion gehört. Rasselt schön. So. Das Problem ist, die 1000 Schuss, die ich dabei habe, die sind relativ schnell weg. So, da haben wir, was haben wir da? Noch, ach, da ist der Blackjack wieder. So. Gehen wir mal kurz hier in den Cap Circle mit rein, der eigentlich ein Square ist. In den Cap-Bereich. So. Jetzt Augen aufhalten. So, hier seht ihr, ne, da ist noch was an der Seite, was vorher nicht dran war. Das ist dieses, diese Weapon Customization vom, Katapult, was jetzt verbessert wurde. So, wir cappen gerade schön schnell. Gefällt mir. So. Und da ist, der ist auch noch original Paintjob. Paint gejobbt. Job gepaintet. Oh, it's a Stalker. It's no good. Ich brauche einen Knopf, wo ich mit den Laserstrahl abbrechen kann. Das wäre cool. So, hier könnt ihr nochmal von hinten sehen. Also, es ist urhässlich. Urhässlich. So, aua, 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 aua. Aua. Du ugly Blackjack. So. Falscher Winkel. So. Und. Yes! Das waren jetzt die Small Laser, die dann auf die Entfernung noch ein bisschen gerockt haben. Autsch, 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 autsch. Hier muss ich weg. Ist der Atlas down? Der Atlas ist down. Und der Jägermech ist down. Und der Handschuh wird gejagt. Hihi. So, also. Was auch noch ist, er hat halt eine Panzerung von 400. Standardmäßig, was vollkommen in Ordnung ist. Maximum ist 422. Muss man jetzt nicht unbedingt ausreizen. Das ist okay. So, Hanchi-Hanch. Und Fitz. Wow. Meiner. Alter. Are you sure? Und. Rosa. Und er ist gekort. Willst du jetzt mal. Wollte schon gerade sagen hier. Hör mal doch. So, und ich habe Critical Damage. Was okay ist. Muss ich nur halt ein bisschen. Komm. No gut. So, und no, toll. Ganz ehrlich, nö. Jetzt andersrum. Können wir alle mal. So. Ich hatte, glaube ich, noch nie mit dem Mac so viel Spaß, seit ich den Firebrand für mich entdeckt habe. Das Ding hier macht so Bock. Das Ding macht so Bock. Ist das ein ECM-Atlas da vorne gewesen? No, it's ECM Spider. Oh, das ist ein. So, ein Öhrchen weg. Ja. Komm, willst du mich verarschen? Oh! Womit hat er mich denn jetzt weggepumpt? Ups. Upsi. Ja, das war ein blödes Ende. Aber, ihr seht das Potenzial. Ne? 470 Damage habe ich jetzt in der kurzen Zeit angerichtet. Ich habe ein Kill, 4 Assists und das werden noch mehr Assists. Ne? Wir gucken nochmal eben dem Rest zu. Gucken, wie der. Ja, der Spider, der nimmt jetzt den Stalker auseinander. Wunderbar.
So, wie sieht's aus? Wir sind mit 4 gegen 5. Naja, ich glaube, das gewinnen wir nicht mehr. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Ja. Wem folgen wir denn? Der Spider rennt nur blöd weg. Der macht. Oh, da sind sie alle. Ups. Der S. Warum hat der Flame den Ballistik-Slot genommen? Das ist doch doof. Was haben wir denn noch? Da ist ein normaler Dragon. Was? Was macht der? Moment. Ach, er capped. Okay, das ist okay. Jo. Spider rennt. Naja, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so zugucken. Aber das war eigentlich so, an sich war die Runde okay. So von der Performance her, nur halt ein bisschen ausgekappt worden. Large La zwei Large Laser und ein Ghost Rifle, das ist auch ein seltsames Fitting, egal. Ja, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen schon mal. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, und tschüss.